Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Tagebucheintrag zum 625er Reefer. Es ist ein bisschen was passiert, deshalb ist die Taktung ein bisschen hochgeschraubt worden. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke fürs Dranbleiben und was soll ich großartig sagen? Ihr seht selber, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Das Becken steht, das Becken sieht gut aus und wir hatten Probleme und haben Probleme. Grundsätzlich ist es nicht einfach, ich sage es mal eben einen Beckenstart noch zu machen, Neustart zu machen. Mal abgesehen von der Arbeit, die der Umzug sowieso gemacht hat, habe ich hier, ich blende euch das mal mit ein, seit dem Umzug bzw. seit dem Neustart jeden Tag gemessen. Mittlerweile sind wir jetzt in der dritten Woche und es ist ein ständiges Auf und Ab, ein ständiges Dranbleiben, ein ständiges Agieren und Reagieren. die Wasserwerte pendeln sich jetzt langsam aber sicher ein. Ich komme dahin, wo ich hin will. Ich hatte aber auch unter anderem mit Effekten hier zu kämpfen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Am Anfang habe ich ja schön fleißig das P dosiert. Wobei man jetzt dazu sagen muss, ich habe es wahrscheinlich ein kleines bisschen überdosiert. Also ich bin nicht hingegangen und habe mich an die an den Rechner von ATI gehalten, sondern an einen, ja, an das, was hier oben falsch gelaufen ist, beziehungsweise was ich vielleicht auch nicht wusste. Ich musste von diesen Zahlen im Prinzip weg. Hatte ich, glaube ich, in einem Live schon angedeutet, dass man die Korallen stoßweise über 2 bis 3 Punkte am Tag versorgen soll mit dem Phosphat. Und nicht unbedingt, dass das im Kopf haben muss, ich brauche jetzt einen über den gesamten Tag stabilen Phosphatwert von 0,07 meinetwegen. Ist in der Einfahrphase überhaupt nicht möglich, habe ich jetzt gemerkt. Das Problem, was ich hatte, ich habe wahrscheinlich, es ist nicht erwiesen, etwas zu viel dosiert und das fällt mir gerade wieder auf die Füße. Es ist tatsächlich so, dass jetzt in der dritten Woche, beziehungsweise Anfang der dritten Woche, also sprich nach dem Live mehr oder weniger war es so, dass ich kein Phosphat mehr dazu dosieren muss. Nichts mehr. Im Gegenteil. Das Phosphat ist nach oben geschossen und zwar eklatant bis auf einen Wert von 0,15. Und ich musste sogar hingehen und Phosphatabsorber wieder mitlaufen lassen. Ja, ich habe da hinten im Moment noch... läuft er noch mit. Ich habe die heutige Messung noch nicht gemacht. Vielleicht blende ich euch das dann gleich noch mit ein. Aber es ist so, dass ich gestern gemessen hatte und habe einen Wert von 0,07 rausgekriegt. Das Futter, was ich momentan verfütter, lasse ich so, weil ich das einerseits als Phosphatquelle mit reinpacke. Und alles in allem läuft es eigentlich dann jetzt fast genau wieder so wie vorher. Bloß mit dem Unterschied, dass ich noch nicht den Gesamtverbrauch habe. Ihr seht auch gerade, dass das Becken noch recht dunkel ist. Ich nehme das gerade relativ früh auf, um euch mal so ein kleines bisschen den Sonnenaufgang hier zu zeigen und auch zu zeigen, wie das Becken aussieht, wenn es dann aus der Nacht rauskommt. Ja, alles in allem seht ihr, es sind überall so kleine braune Belege drauf. Das sind jetzt mittlerweile auch Belege, die ich auch nicht mehr weggepustet bekomme. Heißt also im Umkehrschluss, da setzt sich langsam sicher was zu und das ist wahrscheinlich genau der Effekt, der mir mein Phosphat im Moment nach oben schnellen lässt. Weil das Eporif sich anscheinend hier anders verhält, als wie jetzt drüben in dem Becken. Hier ist es tatsächlich so, dass ich Phosphat hinzugeben muss, damit das alles so bleibt, damit ich meinen Wert halten kann. Das ist ja im Vergleich zu dem, was ich bisher gehört habe, gesehen habe von anderen Becken. Man muss reinpumpen ohne Ende, über Wochen, über Monate.
ist jetzt hier nicht der Fall. Warum das so ist, kann ich nur mutmaßen. Ja, das nächste, was wir haben, kommen wir gleich zu. Ja, das nächste ist, dass ich aufgrund eines Fehlverhaltens bzw. einer Fehleinstellung meiner Pumpen wahrscheinlich jetzt hier dafür gesorgt habe, dass ich Weißpünktchen habe. Der Philippinen-Doc ist momentan extrem belastet. Wer auch Pünktchen hat, ist der Flammenkaiser. Alle Tiere fressen aber noch extrem gut. Das heißt, ich bin momentan auch mit Spezialfutter von Dr. Basler dran. Unter anderem das Frostfutter wird behandelt mit Knoblauch. Ich habe oben eine zusätzliche UV installiert, die das Wasser exakt hinten unten am Boden aufnimmt und ihr seht da vorne vielleicht den Schlauch runterkommen, wieder nach hier vorne rausbläst. Ja, warum? Was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Es ist in meinen Augen relativ einfach und es ist ein Fehler, den ich jahrelang beziehungsweise wo ich oft darauf hingewiesen habe, dass es so sein soll, dass man darauf achten muss und prompt ist mir der Fehler auch unterlaufen. Und zwar, ihr seht da hinten meine Pumpen, also einmal da und einmal hinten in der Ecke sitzt ja jeweils noch eine Tunse 6055 und die hatte ich nicht so ausgerichtet, dass die ins Riff reinblasen, also sprich das Riff komplett durchspülen, sondern diese Pumpe hier hat so leicht schräg nach oben geblasen, die Pumpe da hinten auch so leicht schräg nach oben. Ich weiß nicht, was mich in dem Moment geritten hat und ich habe es ja so stehen lassen und habe mich auch nicht mehr drum gekümmert. Ich hatte die auch nicht mehr so auf dem Schirm. So, jetzt ist es so, dass diese Schwärmer, die sich auf die Tiere draufsetzen, immer dann auf die Tiere draufsetzen, wenn die irgendwo in einem Versteck liegen, was nicht gut durchspült wird, weil die sich meistens im Sand absetzen. Ja, also die haben gewisse Zyklen, also setzen sich erstmal auf die Fische drauf, auf den Fischen wachsen die. Nach 5 bis 7 Tagen werden die lösen die sich ab und sinken dann dahin, wo am wenigsten Bewegung ist. So, jetzt ist es so, dass ich jetzt hier die Bewegung bzw. die Durchspülung des Riffes nicht so gestaltet habe, dass ich nach Möglichkeit fast keine toten Stellen habe, sondern ich habe tatsächlich da hinten, ich sage jetzt mal in dem Bereich Mitte Schacht, wurde nicht so gut durchspült und hier die Seiten auch nicht. Die Fische legen sich hin, ist klar, zur Nachtruhe, setzen sich in irgendwelche Höhlen und werden da natürlich von den entsprechenden Schwärmern, die im Sand sitzen, wieder überfallen. Und somit beginnt ein neuer Zyklus. So, das Ganze versuche ich jetzt im Moment zu durchbrechen. Einmal durch die hier oben installierte UV. Das ist leider Gottes nur eine 5 Watt UV, weil ich momentan nichts anderes da habe. Dann bin ich hingegangen und habe der Bari UVC hatte ich nach hier vorne gepackt. Die ist mir jetzt leider Gottes durchgebrannt, aus welchem Grund auch immer. Da habe ich schon eine neue bestellt und zwar eine 36 Watt. Die Debari hat 15 Watt, hat einen größeren Wirkungsraum mit weniger Wasserdurchfluss. Aber nach Rücksprache mit dem Norbert bin ich drauf gekommen, dass wir im Endeffekt mehr Power in einer Lampe brauchen. Also nicht eine 15 Watt und eine 5 Watt zusammen macht 20 Watt Lichtleistung. Nein, es geht sich tatsächlich darum, dass eine Lampe mehr Lichtleistung hat und mehr schädigen kann. Und die Debari ist zwar nicht schlecht, aber nutzt mir ja nichts, die ist ja jetzt eh hinfällig. Lässt sich im Moment auch auf die Schnelle nicht reparieren. Ich bekomme wie gesagt eine neue, die habe ich schon bestellt. Und bis jetzt sieht es im Moment recht gut aus. Also heute ist zum Beispiel ein Tag, ihr seht selber, der Philippinen schwimmt relativ normal durch die Gegend. Der Flammenkaiser ist auch vorne, das heißt, die sind also nicht lichtempfindlich. Es scheint zumindest zu greifen. Was ich auch einsetze im Moment ist hier von Easy Life, das Vogel oder Vogel. Soll das Immunsystem stärken und die Fische unterstützen, also nochmal on top oben was drauf. Ja, alles in allem habe ich bisher den kranken Antja, der sowieso schon wie so ein Krüppel hier durch die Gegend geschoben ist in den letzten Monaten,
den habe ich verloren und eine Demoiselle bisher. Aber alles andere an Tieren ist da, lebt, frisst und ja, ich hoffe mal, dass das Ganze dann hier so vernünftig weitergeht. Ja, aber alles in allem, muss ich mal pauschal sagen, war eigentlich mit Schwierigkeiten zu rechnen. Okay, dass ich jetzt das hier mit den Pünktchen verbockt habe, mit den Pumpen, dass die halt so stehen, dass auch meine Anlage unten vernünftig dann funktioniert. Ja, das habe ich nun mal verbockt. Aber es sieht danach aus, dass es tatsächlich gut funktioniert, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ihr seht selber, ich habe gerade eine Fütterung eingeleitet und sie sind alle hinterher, sind alle am Fressen. Also diesbezüglich schaut es recht gut aus. Wo es auch sehr gut aussieht, ist der stetig steigende KH- und Kalziumverbrauch dieses Beckens. Also das Becken fängt wirklich an zu ziehen. Ich blende euch mal die entsprechende Tabelle hier vom KH-Keeper bzw. von meiner Dosierpumpe mal ein. Und da seht ihr im Prinzip die verschiedenen, ja, ich sag mal, Zugaben, die ich gemacht habe, um entsprechend auf dieses Bild hier zu kommen. Das ist dann der Verlauf jetzt über einen Monat. Und ihr seht, ich halte es eigentlich relativ konstant, so zwischen einer 7,2 und einer 7,7 circa. Das ist so der Bereich, den ich hier gut halten kann im Moment, auch durch den KH-Keeper selber. Das also, man muss echt sagen, es scheint einerseits ein Spielzeug zu sein, aber es erleichtert mir hier im Moment die Arbeit ganz extrem, dass ich zumindest diesen wichtigen Wert von KH schon mal problemlos im Auge behalten kann. Was natürlich auch extrem wichtig ist, ist der Phosphatwert. Klar, logisch, den messe ich auch tagtäglich, um zu gucken, wie schaut es aus, wo geht die Reise jetzt hin, was muss ich tun, muss ich vielleicht tatsächlich hingehen und meinen Absorber jetzt erstmal deaktivieren bzw. absetzen. Oder kann ich ihn noch weiterlaufen lassen, weil das Becken immer noch ja, in dieser Phase ist, dass es noch relativ viel Phosphat hat. Natürlich, was machst du denn da hinten? Der hat den Dreh raus, seht ihr es? Das Fuchsgesicht holt sich das Futter direkt in der Röhre. Ja, auch nicht schlecht. Ja, wo waren wir? Ja, so sind die Tierchen nun mal lärmfähig. Und er hat nun mal die Form, dass er da noch reinpasst und kein anderer da hinterher kann. Selbst der Philippinen passt da nicht rein. Er schaut da jetzt momentan gerade nur zu. Okay, wir waren beim Verbrauch. Ja, und gerade der Phosphatwert ist sehr, sehr wichtig, dass der auf einem vernünftigen Level bleibt. Zumindest auf dem Level muss ich den versuchen zu halten, wie ich halt vorher das Becken gefahren habe. Und das war ja relativ hoch. Ich kann jetzt natürlich hingehen und so nach und nach versuchen, den Phosphatwert weiter runter zu senken. Nee, muss ich nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Korallen, so wie sie jetzt gewachsen sind, sind bei hohen Werten gewachsen. Warum soll ich dann den Wert runterziehen? Ist gar nicht nötig. Ja, und das Nitrat ist momentan ja immer noch nicht wirklich hundertprozentig messbar, weil ich immer noch in dem Bereich bin, wo ich Nitrit habe. Und ich hatte euch ja erzählt, den Link kann ich euch aber auch nochmal unten in der Infobox reinpacken, wie sich der Nitritwert auf den Nitratwert bzw. auf das Messen des Nitratwertes auswirkt. Und deshalb kann ich momentan noch kein Nitrat messen. Ja, alles in allem würde ich mal sagen, ich habe wieder genug erzählt. Ihr seht, es läuft. Ich kann mich nicht genug beschweren, bis auf die Kleinigkeiten, die halt jetzt sind, wo ich jetzt massiv dran am Arbeiten bin, wie mit den Pünktchen und dass ich mich halt ein kleines bisschen um das Riff an sich kümmern muss, weil es halt ständig veralgt im Moment durch mein, ja, falsches Dosieren. Aber alles in allem, ihr seht, es ist alles in den Griff zu kriegen. Es ist eine Sache, man muss dranbleiben bei sowas. Nicht so nach dem Motto, ach, ich setze jetzt mal rein und heute habe ich mal keinen Bock zu messen. Nein, falsch. Gerade in der Anfangsphase ist es wichtig, alle Sachen im Auge zu behalten. Und dann, ja, entweder ja, zu reagieren oder einfach zu sagen, warten wir erstmal ab, was passiert. Und genau da liegt die Problematik, dieses Abwägen, was tue ich jetzt, was tue ich nicht. Ich hatte am Anfang hier und da auch Panikattacken gehabt, aufgrund, ja, dass ich mein Nitrat nicht messen konnte, da wusste ich es nicht. Aber es gibt so Sachen,
da muss man halt jemanden an der Hand haben, der das schon mal mitgemacht hat, beziehungsweise der von Ahnung hat. Da geht auch nochmal ein herzliches Dankeschön an ATI raus, ein herzliches Dankeschön an Atoll, an den Norbert Dammers, die mich hier extrem unterstützen mit ihrem Wissen, beziehungsweise auch mit ihren Produkten, wo sie genau wissen, pass auf, das musst du so und so machen. Ich weiß das jetzt und ich kann dieses Wissen auch dementsprechend dann jetzt weitergeben. Das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, dass man jemanden an der Hand hat, der weiß, wie es geht. Und ich hätte mich an diesen Riesenaufwand eigentlich ja, so gar nicht dran gewagt, wenn ich nicht die entsprechende Unterstützung gehabt hätte. So, jetzt fängt hier gleich mein KH-Keeper wieder an zu arbeiten. Und ja, ich würde mal sagen, in diesem Sinne, ein herzliches Danke geht an alle, die ich gerade eben genannt habe. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und zwischendurch auch mal Infos haben wollt, geht mal auf Aquameet in meine Gruppe rein. Da kriegt ihr dementsprechend auch zwischendurch Infos. Da poste ich auch Sachen wie die neuen Bewohner, die jetzt hier reingekommen sind gestern. Zwei Putzergarnelen und eine Gibensis Felsenkrabbe ist wieder eingezogen. Ja, solche Infos kriegt ihr dann zwischendurch auf Aquameet. Da läuft übrigens momentan auch noch ein Gewinnspiel von Tunze. Wer sich da registriert und mitmacht, hat gute Chancen. Also, jetzt reicht's aber. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Rainer. Ciao.